Heute gibt es das erste Video dieses Jahres und damit die UI UX und Frontend Development Trends 2022. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zum ersten Video dieses Jahres und wie versprochen und wie die letzten Jahre auch schon, gibt es dieses Mal auch wieder die UI UX sowie die Frontend Development Trends 2022, die ich persönlich ganz interessant finde. Als erstes möchte ich aber mal hier direkt aus dem Weg räumen, welche Trends ich behandeln werde und welche nicht, beziehungsweise wie ich diese Trends ausgewählt habe. Einmal ist es meine persönliche Informationsbubble, das heißt die Blogs, die Newsletter, die ich abonniert habe, die ich mir angucke. Da habe ich vieles mitgekriegt, aber auch so das allgemeine Community-Dasein in dieser Community sowie in allen anderen Entwicklungs-Communities, wo ich so ein bisschen unterwegs bin. Wir beziehen uns hier aber explizit auf Frontend-Trends sowie halt UI-UX-Themen und damit nicht insbesondere auf, ich sag mal, Technologie, also sowas wie zum Beispiel das Metaverse oder sowas, werde ich jetzt nicht groß technologisch behandeln, was dahinter kommen wird, weil es nicht wirklich inhaltlich mit diesem Channel übereinstimmt und ein komplett neues Thema quasi ist eigentlich. Aber auch andere Themen wie NFTs beispielsweise oder sowas finden jetzt nicht wirklich Einfluss in diese Trends, einfach weil es nicht die richtige fachliche Ausrichtung ist. Ansonsten, wenn ihr selbst Trends habt oder andere Themen, die sehr interessant sind dieses Jahr, dann würde ich mir wünschen, wenn ihr das unten im Video Kommentare schreibt oder in Discord postet, der Link dazu wie immer oben in der Videobeschreibung, dort könnt ihr der Community joinen und einfach mal Hallo sagen. Ansonsten, ja, werden wir jetzt gleich erstmal anfangen. Diese Trends haben keine chronologische Ordnung, also ich sage nicht, der erste Trend ist der wichtigste, sondern es sind einfach einige Trends und Themen, die ich mit euch besprechen, die ich euch vorstellen möchte. Ansonsten, ja, legen wir jetzt los. Viel Spaß! So, der erste Trend, den wir uns angucken wollen, ist Claymorphism 3D. Und das ist so ein bisschen eine Entwicklung aus dieser ganzen 3D-Geschichte, die ja immer mehr kommt, die ich auch schon letztes Jahr erwähnt habe, aber auch aus dieser ganzen Neumorphism-Geschichte, die sich vor einigen Jahren entwickelt hat, die dann komplett gestorben ist. Das hatte zwei Gründe. Einmal, es war sehr aufwendig, diesen Trend zu implementieren. Und zweitens, er war so restriktiv, dass es sehr schwer war, komplexe UI damit abbilden zu können. Und dieser ganze 3D-Trend, der sich immer mehr durchsetzt, was ich persönlich sehr, sehr gut finde, bin ein großer Fan davon, haben sich so ein bisschen vereint zu Claymorphism. Das Ganze sieht aus, als hätte man mit Knete mehr oder weniger UI gebaut. Es ist sehr cool und wird vor allem oder wird immer mehr von UI-Experimenten Richtung Metaverse, Richtung VR implementiert, weil es so ein bisschen mehr diese 3D-Optik bringt, wenn man zum Beispiel auf einen Button drückt, dass dieser Button aussieht wie ein richtiger Button, den man wirklich drücken könnte. Und das ist sehr, sehr cool und ich bin sehr begeistert von diesem Trend, auch wenn er im Web vielleicht nicht ganz so viel Anwendung findet, einfach weil es extrem aufwendig ist, so etwas zu bauen und zu implementieren. So, der zweite Trend, der immer mehr kommt, ist Holographic bzw. Neon-Elemente. Und jeder, der den Channel schon etwas länger verfolgt, weiß, dass ich nicht ganz unschuldig bin bei der Verbreitung von Neon in UI UX. Und wir werden auch dieses Jahr diesen Trend definitiv aufgreifen, weil ich da Bock drauf habe und persönlich ein großer Fan bin. Jeder weiß, was Neonlichter sind, was man damit machen kann und welchen coolen Mut das bringt. Vor allem in Verbindung mit diesen ganzen Cyberpunk-Projekten wie halt Cyberpunk 77 oder auch anderen Themen in dieser, in Klammern, Cyber-Zukunft-Dystopie. Das Ganze ist ziemlich cool, bin ein großer Fan davon. Wir werden einige Videos machen, eins davon wird in sehr naher Zukunft erscheinen. Und ja, schreibt doch mal, was ihr davon haltet, ob ihr Neon und Holographic Content sehen wollt. Und ja, sonst gucken wir uns jetzt mal den nächsten Trend an, würde ich sagen. So, den nächsten Trend, den wir uns angucken, ist natürlich VR und das Metaverse. Ich denke, es wird kommen, es ist aktuell noch sehr weit weg, sehr viel ist aktuell sehr experimentell. Viele UI-UX-Experimente, Studien wurden gestartet, die überlegen, wie kann man aktuelle, reale Erfahrungen, wie den Besuch in eine Bar, in ein Restaurant, in einen Supermarkt, visuell erlebbar machen mit einer VR-Brille. Das wohl schlechteste Beispiel ist hier Walmart. Ich bin schwer enttäuscht von diesem Beispiel und ich muss sagen, ich bin sehr gespannt auf die ersten richtig guten Projekte. Ich habe leider noch keine so richtig guten gesehen, außer natürlich, wie jeder von euch, den Facebook-Trailer zu ihrer Idee von dem Metaverse. Diese ganze Idee oder der gesamte Trend wird uns die nächsten Jahre verfolgen. Ich persönlich glaube ehrlich gesagt, dass wir in eine Richtung gehen, dass dieses ganze Konzept einer 3D-sekundären Welt mehr oder weniger definitiv kommen wird, ähnlich wie damals die Geschichte, dass wir jeder ein Handy in der Hosentasche haben mit Apps, wo wir alles mitmachen können, was wir uns vorstellen. Und was da kommen wird, lassen wir uns mal überraschen. Ich werde es auf jeden Fall verfolgen, aber technologisch gibt es hier noch nicht wirklich viel, was man damit machen kann, weil es muss sich erstmal implementieren und die Grundlagen, die Foundations müssen geschaffen sein. Und dann wird es, denke ich, auch für Entwickler richtig, richtig spannend.
So, der nächste Trend ist ein sogenannter Cardboard-Trend. Dieser Trend beschreibt mehr oder weniger, dass man versucht, den Effekt nachzubilden, wenn man etwas aus Papier ausschneidet oder etwas auf Papier schreibt. Es bedeutet, man benutzt sehr knallige Schriften, sehr fette Schriften, sehr neutrale Farben und versucht, ein bisschen diese Papierstruktur aufzugreifen. Das klappt zum Beispiel sehr gut bei Oatly oder Veganz auf ihren Webseiten, aber auch natürlich bei Ecosia oder bei der Wood Credit Card, die auch von Ecosia unterstützt wird. Und da muss man einfach sagen, die greifen diese Natur-Recycle-Optik auf, weil sie dafür stehen. Und ich denke auch, Unternehmen, die in Zukunft diesen Weg einschlagen, werden immer mehr in diese Design-Optik gehen, weil es sehr, sehr gut bei der Community ankommt. Und ich bin mal gespannt, wohin uns das Ganze noch führen wird. So, der nächste Trend ist ein alter Bekannter, und zwar Minimalismus. Das hat auch seinen Grund, nämlich egal, ob ich Facebook nehme, die mit ihrer Oculus sich vorstellen, oder Apple mit ihren Produkten, wie seit Jahrzehnten schon, oder auch eine Online-Bank, alle stellen es minimalistisch dar. Und dieser Trend, etwas minimalistisch, etwas einfach und sehr, in Klammern, luftig darzustellen, hat einige Vorteile. Nummer eins, diese Technologie ist sehr einfach zu nutzen. Viele Frontendler können das ziemlich einfach umsetzen. Man braucht keine speziellen Technologien wie irgendwie WebGL oder 3D-Filter oder irgendwas in der Richtung. Und der große Vorteil ist, ich kann das barrierefrei, international und vor allem auch responsive sehr einfach umsetzen. Ich muss keine besonderen Fallbacks schreiben, ich kann das sehr einfach implementieren und muss da keine große Rücksicht nehmen. Nummer zwei, es ist einfach neutral. Niemand hat etwas gegen eine weiße Wand, aber gegen eine rote, eine grüne oder eine blaue Wand hat der ein oder andere vielleicht schon etwas. Und deswegen sind vor allem große Unternehmen, die international unterwegs sind, sehr darauf bedacht, einen neutralen Weg zu fahren, mit dem sie niemanden so richtig angreifen, aber auch nicht richtig herausstechen, sondern sie wollen einfach neutral allen möglich gut gefallen. Und deswegen denke ich, werden wir diesen minimalistischen Trend auch in den nächsten Jahren und vor allem auch in diesem Jahr natürlich weiterhin bauen und unterstützen müssen und auch sicher nicht loswerden. So, der nächste Technologietrend ist ein Trend, der sich schon seit Jahren abzeichnet und der dieses Jahr so richtig durchstarten wird, weil diverse Open-Source-Projekte angekündigt haben, Features und Support für diese Technologie bereitzustellen. Und zwar Server-Side Rendering, SSR. Das Ganze ist bei vielen Projekten wie React, Angular und Vue schon seit Jahren Standard. Mittlerweile kommen auch immer mehr kleine Frameworks wie Svelte und andere vergleichbare Projekte damit und sagen, hey, wir müssen jetzt unseren Content Server-Side renderbar machen und das Ganze wird immer leichter zu implementieren. Bei Angular ist es mehr oder weniger eine Kommandozeile, die ihr eingeben müsst. Bei React und Vue ist es auch nicht wirklich komplizierter. Und diese Technologie ermöglicht es euch, eure JavaScript-Seite quasi auf dem Server zu rendern und komplett auszuliefern, als wenn ihr auf dem Server eine HTML-Seite liegen habt. Das Ganze bringt enorme Vorteile. Einmal Caching, ihr erstellt quasi die Seite im Vornherein und man muss keine Datenbankabfragen erstellen für eine Seite, die sich eh nicht verändert. Und natürlich Suchmaschinenoptimierung Richtung Google und Bing, wo man sagen kann, okay, wir haben eine komplett normale HTML-Seite, es muss nicht JavaScript unterstützen, der Nutzer muss eventuell gar kein JavaScript mehr auf der Seite ausführen und das Ganze bietet eine richtig coole Entwicklung für den ganzen JavaScript-Bereich. Es ist ein bisschen strange, dass wir erst von Server-Side-Rendering-Seiten hingegangen sind zu Client-Rendering-Seiten und jetzt wieder zurückgehen zu Server-Rendering-Seiten, weil wir gemerkt haben, es war doch nicht so clever, das Ganze auf dem Client zu rendern. Aber prinzipiell ist das eine coole Entwicklung und es wird immer einfacher und wir werden auf diesem Channel einige Videos dazu sehen, beziehungsweise zu Vue und Angular. Ansonsten, gucken wir jetzt mal an, was es noch so gibt. So, der nächste Trend ist natürlich WebAssembly. Dieser Trend ist unfassbar wichtig, vor allem für das Web, weil es ermöglicht, Tools und Applikationen im Web auszurollen, die eigentlich nicht möglich gewesen wären. Und zwar zum Beispiel sowas wie StackBlitz. StackBlitz ist eine komplette Frontend- bzw. komplette Entwicklungsumgebung für alle möglichen Frontend-Frameworks. Ihr könnt dort einfach komplette Datei-Trees erstellen, das Ganze rendern im Browser mit fast nativer Performance. WebAssembly ist also nicht wirklich eine Erweiterung der Technologie, sondern eine Erweiterung der Möglichkeiten, die ihr im Web habt. Es ist nicht so, dass es JavaScript ersetzt oder so etwas, sondern es ist ein komplett anderer Use Case und man kann auch wunderbar zusammenarbeiten. Es gibt ein richtig cooles Video von Fireship, das ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, wo das alles nochmal im Detail erklärt wird. Ich persönlich bin ein großer Fan von StackBlitz. Ich nutze es fast jeden Tag für irgendwelche Code-Ideen, die ich mal ausprobieren möchte, ohne mir direkt eine Entwicklungsumgebung aufzusetzen oder wenn ich Code mit anderen teilen möchte. Ansonsten gibt es natürlich auch weniger spannende bzw. weniger relevante Ideen, wie zum Beispiel Spiele. Auch dazu ist ein Link unten in der Videobeschreibung, wo ihr einfach mal gucken könnt, wie es aussieht, wenn man mit Unity ein Spiel baut, dass man das über das Web ausrollt. Man kann dann ohne Installieren direkt das Spiel spielen, indem man sich einfach nur einloggt, obwohl man die fast native Performance des jeweiligen Clients nutzen kann. Das Ganze ist wirklich, wirklich cool. Ich bin sehr gespannt, was da kommt, auch wenn es für den Content dieses Channels jetzt nicht wirklich relevant ist, weil das doch so zwei quasi Wege sind, ein Projekt zu spielen und die werden in der Zukunft, denke ich, viel oder sehr dicht zusammen agieren und zusammen spielen, um quasi Möglichkeiten abzubilden.
Ansonsten, ja, gucken wir uns mal an, was es sonst noch so gibt. Es bricht die Zeit der Lightweight Frontend Frameworks an. Viele von euch werden wahrscheinlich die großen drei Platzhirsche kennen, und zwar Angular, React und Vue. Diese drei Tools, diese Frontend-Frameworks, ermöglichen euch ziemlich einfach, komponentenbasierte Anwendungen zu bauen, Frontend zu bauen, extrem praktisch. Die haben eine Vielzahl von Möglichkeiten. Zum Beispiel Angular bietet quasi alles, was das Herz begehrt, von Haus aus. Vue und React lassen das auch zu, indem man noch ein paar zusätzliche Libraries installiert. Aber grundsätzlich sind alle drei Frameworks, je nachdem in welcher Ausprägung man sie installiert und nutzt, ziemlich riesig. Diese Vielzahl von Informationen oder Tools wird in vielen Fällen gar nicht benötigt, weswegen sich die letzten Jahre immer mehr sogenannte Lightweight Frameworks entwickelt haben, wie Svelte, aber auch wie andere verschiedene Tools. Dazu gibt es auch bei Fireship ein richtig cooles Video, wo die verschiedenen Vorgehensweisen und Implementierungen von 10 verschiedenen Frontend Frameworks vorgestellt werden. Das ist meiner Meinung nach das beste Video des letzten Jahres, was ich im Developer Frontend Space gesehen habe, und ich kann es jedem nur empfehlen anzugucken. Prinzipiell geht es also in die Richtung, dass es für kleinere Projekte immer mehr in die Richtung geht, warum soll man Angular, warum soll man Vue nutzen, wenn man auch ein ganz kleines Frontend-Framework nutzen kann, wo ich zum Beispiel einfach mit einigen wenigen Mini-Zeilen JavaScript meine Funktionalität nutzen kann, ohne den ganzen Boilerplate-Code von zum Beispiel Vue, Angular oder React zu implementieren. Das Ganze, wie gesagt, bietet für einige Fälle ziemlichen Vorteil, und ich denke, es wird sich so eine Hybridlösung in der Zeit einstellen, dass man sehr, sehr kleine Projekte hat, die auch nur ein kleines Framework benötigen, und sehr große Enterprise-Projekte, die halt die Enterprise-Möglichkeiten und Funktionen benötigen, um zu funktionieren. Und dann machen halt React oder Angular oder Vue deutlich mehr Sinn als diese kleinen Frameworks, wo einfach teilweise Funktionen fehlen, die man dann mühselig nachbauen oder nachimplementieren müsste. So ein weiterer Trend, den werden viele von euch schon mal gehört haben, und zwar AI-based Coding. Das Ganze wurde letztes Jahr durch GitHub Codepilot losgetreten, und ich kann jedem empfehlen, sich das Tool einfach mal runterzuladen, zu implementieren und mal zu nutzen für eine Woche oder so. Dann kann man ein eigenes Fazit ziehen, weil ich finde es ein bisschen schwer, ein Video zu gucken und dann zu sagen, das bringt mir gar nichts in meinem Alltag, oder das ist komplett Mist, oder das ist so super, dass wir nächstes Jahr alle unseren Job verlieren. Nur nachdem man es selbst genutzt hat, kann man sich eine Meinung bilden, deswegen kann ich das jedem nur empfehlen. Persönlich, meine Meinung zu diesem Tool ist, es hat kleine Funktionen, die wirklich besser als Autocomplete funktionieren, sowas wie generiere mir eine Funktion für eine zufällige Zahl. Wenn ich aber komplexe Logik habe, dann erzeugt das ziemlich viel Boilerplate und ziemlich viel Mist, muss ich persönlich sagen, zumindest für meinen Geschmack. Andere sehen das anders, ich hatte hier mit Freunden und Bekannten auch schon viel drüber geredet, aber prinzipiell hat es zwei Diskussionen losgelöst, die in vollem Gange sind. Nummer eins, ersetzt ein Algorithmus unsere Jobs? Weiß ich nicht, vielleicht schon in 30 Jahren, aktuell sehe ich es ehrlich gesagt nicht, weil es ist einfach noch nicht gut genug. Nummer zwei ist eine Diskussion, die jetzt durch diese ganze Log4j-Sicherheitslücke nochmal richtig losgetreten wurde, und zwar die ganzen Bedenken Richtung Datenschutz, Richtung Betriebsspionage und Richtung natürlich Schadcode. In dem Moment, wenn ein Algorithmus für ein Unternehmen quasi die Business-Logik schreibt, stellt euch mal vor, bei einer Bank, die Logik, die Überweisungen handelt, die wird automatisch durch einen Algorithmus geschrieben. Dieser Algorithmus hat einen Fehler, baut Mist. In dem Moment gehen die Überweisungen komplett durch die Welt und man hat ein riesengroßes Problem für sein Business Case, für sein Unternehmen. Und man weiß nicht, wie man das behebt, weil es quasi nicht möglich ist zu wissen, was der Algorithmus da gemacht hat. Das ist Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei, Datenschutz. Die Daten werden erfasst, die werden nach Amerika geleitet oder wo auch immer die Server sind. Man weiß nicht so richtig, was mit diesen Daten passiert. Diese Daten sind in den meisten Fällen sensibel, vor allem wenn es halt Systemlogik ist. Stellt euch mal vor, der Entwickler schreibt in irgendeiner Weise ein Passwort in eine ENV-Datei lokal, um was zu testen. Das wird aber durch das Tool mitgetrackt und landet irgendwo in einer Datenerfassung in Amerika, in sonst wo auf der Welt. Und da muss man überlegen, macht das Sinn als Unternehmen, möchte ich das? So, das letzte Thema, was wir behandeln müssen, ist ein Thema, das ich das letzte Jahr auch schon angesprochen habe, und zwar die ganze Entwicklung Richtung Low-Code oder No-Code-Alternativen, vor allem im Web-Development. Da ist das beste Beispiel natürlich Webflow, was immer mehr Entwickler nutzen und was ich auch in einem Video des letzten Jahres ein bisschen behandelt habe, mit dem Grund, warum ich keine Webseiten mehr baue, beziehungsweise warum ich mich davon immer mehr distanziere. Grundsätzlich denke ich, diese Entwicklung geht, wie ich es letztes Jahr auch schon beschrieben habe, immer weiter, dass bei kleinen Projekten solche Tools einfach auf dem Vormarsch sind, dass diese Entwickler in diesem Bezug ersetzen werden. Was aber nicht wirklich schlimm ist, ihr müsst euch in diesem Hinsicht keine Sorgen um euren Job machen, weil in dem Moment, wenn es nur ein ganz bisschen komplizierter wird, diese Tools quasi komplett auseinanderfallen und man dann wieder zurückgeht zu eigenen Tools bzw. der Selbstentwicklung von Webseiten, Webprojekten und Applikationen. Was heißt, für kleine Projekte, für 3-4 Seiten mit einem Kontaktformular ist Webflow super und ihr werdet nicht mal mit WordPress
so schnell eine so gute Seite aufbauen können, geschweige denn, wenn ihr das selbst programmiert, wie mit Webflow. Und ich denke, dass dieser Trend, wie gesagt, weitergeht. Die Argumente, die ich hier letztes Jahr hatte, das Video dazu in der Videobeschreibung, sind eigentlich noch eins zu eins dieselben. Und ich denke auch, dass dieses Jahr die Entwicklung in der Hinsicht weitergehen wird. So, das war's schon wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video und vor allem auch eure Meinung zu diesen Trends. Ansonsten, ja, findet ihr dort auch jede Menge Social Media Links, wo ihr mich erreichen könnt oder Amazon Affiliate und andere Partnerseiten, wo ihr diesen Channel supporten könnt. Und ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin viel Spaß und ciao.